Jo, dann einfach moin moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal Outdoor mit Manuel. Ja, und wir sind heute wieder unterwegs. Jo. In voller Montur, jo. Sonntags wandern mit der Wandergruppe. Ja, wir schließen uns einer Wandergruppe an. Aber dafür gehen wir erstmal dahin. 14 Kilometer circa. Ja, um dann noch mal ungefähr 14 Kilometer zu wandern. Und wenn das Wetter mitspielt, geht es auch wieder zurück, 14 Kilometer. Also, das ist heute schon ein richtig schöner Marsch. Bei den Temperaturen. Laut Wetterbericht waren es minus 2 Grad, gefühlt minus 4. Ja, heißt also, Tempo anziehen und warm werden. Moin, jetzt seht ihr mich. Jetzt ist es auch hell. Ja, endlich. Und wir haben jetzt 8.39 Uhr und sind seit knapp 2 Stunden unterwegs. Oh, mal schauen, wie viele Kilometer wir jetzt gemacht haben. Das waren, Moment, wir haben noch Zeit. Wir haben noch alle keine Zeit. Ja, Vorbereitung ist alles, ne? Einmal aktualisieren. 10.000 Schritte, 5,8 Kilometer haben wir jetzt. Ja, liegen noch gut in der Zeit. Obwohl, die 5,8 Kilometer müssten eigentlich mehr sein. Naja, Vorbeilauf sehen, ne? Da filmen, hier filmen, Ampel stehen, ah ja, ihr wisst es. So. Ja, wir befinden uns gerade so gut, also eigentlich auf der Grenze zwischen Brakel und Scharnhorst. Links von mir noch ein paar Schrebergärten und die Haltestelle von der Deutschen Bahn. Ja. Wir ziehen uns gerne noch mal ein bisschen das Tempo an. Das meiste wird jetzt nur noch, ja, da quäfelt einen nicht, aber so neben Straßen. Ja, was sehen wir hier? Den Thalys. Auf- und Abstellgleis von Dortmund. Ja, der wartet, dass er wieder reinfahren kann. Nach Hause. Ja, einen kleinen Tipp am Rande nochmal. Hier habe ich gerade Rehe gesichtet. Also, ne? Ihr wisst ja. Liebe Hundebesitzer, ich habe nichts dagegen, wenn ihr meinen Hund laufen lasst. Aber wenn man ungefähr weiß, dass da Rehe rumlaufen in diesem Gebiet, Anleihen, nicht so wie gerade, dass der Hund durchgeht. Ja. Und nein, das gibt es hier nicht zu sehen. Sowas. Nein.
Ja, willkommen im Naturschutzgebiet. Ja, sag das doch mal den anderen Leuten. Ja, willkommen am Kuala Bahnhof. Nicht erschrecken, der ist noch in Betrieb. Ich nehme an, nicht das Gebäude, aber nebenan. Ein Bahnsteig wird es wahrscheinlich hier geben. Und nein, wir gehen heute nicht auf Lost Place Tour. Nein, nein, nein. Ja, und hier sehen wir den Kuala Bahnhof. Ja. Außer Betrieb. Ja, ich hab's euch jetzt extra für euch. So ein Tee mit Rum. Mich oder? Den Zechenturm von Derne. Unten drunter ist ein Museum, kann man besichtigen. Ja? Ja. Ist ein Zählerverein, die halten ja alles im Schuss. Manchmal haben sie Tag der offenen Tür. Ja. Das auch. Oder vielleicht auch mal Zusatz. Wie viele wart ihr beim letzten Mal? Irgendwer noch.
sieht man da die Elbphilharmonie. Das ist die Elbphilharmonie. Stadtbezirk Scharnhorst. Im Stadtteil Landsdorf. Das Naturschutzgebiet umfasst 74,2 Hektar und wurde am 30. November 1990 im Landschaftsplan Dortmund-Nord und auch in der ersten Änderung zum Landschaftsplan Dortmund-Nord am 2. September 2005 festgelegt. So. Ja, dann darfst du das jetzt erzählen. Die Landsdorfer See entstand im Jahr 1963 durch eine Bergsenkung, die den Grundwasserspiegel erreichte und somit dafür sorgte, dass dieses Gebiet dauerhaft. An der tiefsten Stelle ist der See knapp 5 Meter tief. Er ist umsäumt von schmalen Röhricht- und Schilfgürteln, in dem auch Binsen, Biegel, Kolben, was auch immer das ist, Weinröschen und Brennnesseln wachsen. Nördlich des Sees ist ein Wald- und Gebüschstreifen gewachsen, der Lebensraum für den gefährdeten kleinen Wasserfrosch, den Grasfrosch und die Erdkröte bietet. Cool, ne? Der Text geht aber ganz schön viel weiter. Das war jetzt die Feedback. Wann ist der abgesagt? 1990. Ja, ein Gedenkstein, ja. Wenn man es noch lesen kann. Ja, willkommen wieder in, ja, auf der Grenze Scharnhorst-Brakel.